Hamburg Wahl 15. Februar 2015 Wählt AfD oder DieLinke Video, oder D.Selzer-McKenzie. Ich rufe dazu auf, am Sonntag bei der Wahl in Hamburg entweder die AfD oder DieLinke zu wählen. Natürlich sind diese beiden Parteien unterschiedlicher denn je, aber es sind eben die einzigen Parteien, die noch ein ordentliches Programm haben und auch für den Bürger da sind. Ich bin selbst seit Jahren Mitglied der CDU, aber die CDU hat genauso abgewirtschaftet wie die SPD, und deshalb würde ich empfehlen, die Leute, die CDU wählen wollen, sollten besser die AfD wählen, und die, die die SPD wählen wollten, sollten besser die Linke wählen, weil das eben die Parteien sind, die für den Bürger noch etwas tun. Sie als Wähler gehen ja kein Risiko ein, wenn diese beiden Parteien nicht das bringen, was sie versprechen. Dann können sie die ja in 4 Jahren wieder abwählen. Die SPD lebt nur noch von dicken Sprüchen und Wahllügen, denn die SPD ist total heruntergewirtschaftet und wird eigentlich auf dem Misthaufen der Geschichte landen, wenn sich dadurch endlich etwas ändert. Natürlich behaupten diese Wahllügner von der SPD und auch von der CDU, sie hätten nur Gutes geleistet, aber schauen sie doch in, nichts, aber auch gar nichts haben die zustande gebracht. CDU und SPD sind abgewirtschaftet und es muss endlich eine neue Politik her. Deshalb rufe ich die Wähler auf, wählt die AfD oder die DieLinke.